Der erste FC Köln hat einen neuen Stürmer und es ist kein geringerer als Davy Selke, der jetzt von Hertha BSC zu den Kölnern wechselt und ja für Tore sorgen soll. Und ob das gelingen wird und ob dieser Deal generell für beide Seiten, für Hertha und für Köln Sinn macht, besprechen wir in diesem Video. Aber bevor wir genau in die Details dieses Transfers hineinschauen, gerne ein Abo dalassen, würde mich sehr freuen, und auch gerne einen Kommentar schreiben zu diesem Transfer. Was haltet ihr von Davy Selke zu Köln? Schreibt mal gleich eure erste Intuition in die Kommentare rein, würde mich sehr interessieren, und wir machen weiter mit dem Video. Also grundsätzlich, als ich gehört habe, dass Davy Selke zu Köln wechselt, war ich ja skeptisch. Ich bin kein großer Fan von Davy Selke, das liegt auf der Hand, denn er ist nicht unbedingt der treffsicherste Stürmer in den letzten Jahren gewesen. Nichtsdestotrotz, lasst uns mal anschauen, was Köln jetzt mit Selke vorhat, was er für einen Vertrag unterschrieben hat. Der Deal wurde heute am 2.1., also im neuen Jahr, verkündet. Er hat einen Vertrag bis 2024 unterschrieben, also man wird da mal schauen, wie sich Selke entwickeln wird, auf jeden Fall mal für die restliche Saison, für die nächste. Außerdem ist es ein ablösefreier Deal, denn Hertha wollte Gehalt sparen, nämlich 50% seines ursprünglichen Gehalts, was bei 3 bis 4 Millionen Euro liegen mag, wenn man Berichten Glauben schenken mag, und deswegen zahlt Köln nur die Hälfte des Gehalts, somit sparen beide Vereine Geld bei der Verpflichtung bzw. beim Verkauf. Laut dem sehr verlässlichen Florian Plettenburg von Sky zahlt Köln dem deutschen Stürmer 2 Millionen Euro Gehalt im Jahr, wie schon vorerwähnt die Hälfte aus seinem ursprünglichen Gehalt bei der Hertha. Steffen Baumgart war sehr federführend in diesem Deal und soll Selke heiß gemacht haben auf Köln. Bei Köln soll er den abgegangenen Anthony Modest ersetzen und vor allem mit vielen Flanken auch gefüttert werden, also ein 1:1 Ersatz sozusagen. Modest war ja wirklich ein Torgarant für Köln auch, und Köln reagiert damit auch ein bisschen auf die Verletztenliste, die sie momentan haben, denn sie haben nur 2 fitte Mittelstürmer mit Tigges und Adamian. Da soll nun ein Selke reinkommen und den Konkurrenzkampf sowie die Torausbeute aufbessern. Nun zur Frage, passt Selke zu Köln? Selke ist meiner Meinung nach nicht ein Stürmer, der in den letzten Jahren in Hochform agiert hat. Er ist jemand, der sich reinhaut, er kann ab und zu mal seine Fähigkeiten aufblitzen lassen, aber er ist keiner, der jetzt momentan auf solidem Bundesliga-Niveau spielt. Was mich positiv stimmt bei diesem Deal ist, dass Steffen Baumgart ihn unbedingt will, und Steffen Baumgart kann hier auch Spieler auch motivieren, die vielleicht schon ein bisschen abgeschrieben worden sind. Ich erinnere mich gerne an Beno Schmitz, der Rechtsverteidiger bei Köln, der mittlerweile sehr solide spielt. Ich denke, er kann Spieler einfach auch besser machen. Deswegen glaube ich, dass Selke hier den richtigen Verein ausgewählt hat. Ob es dann schlussendlich reicht, muss man schauen. Was man auch dazu sagen muss, Köln kann nur in einem gewissen Limit Geld ausgeben und Spieler holen. Das heißt, man hat hier wahrscheinlich mit Davy Selke eh noch einen relativ guten Stürmer geholt für das, was man bekommen kann. Wie gesagt, man braucht hier einfach auch viele Flanken auf ihn. Man muss wahrscheinlich ein ähnliches System spielen wie bei Modest, was sicherlich nicht so schwer sein wird. Und Selke muss auf jeden Fall seinen Torriecher finden. Wie gesagt, kann funktionieren, kann aber auch kolossal nach hinten losgehen. Was denkt ihr, wird Davy Selke seinen Torriecher wieder bei Köln finden, und wie wichtig wird diese Beziehung zu Steffen Baumgart auch sein? Schreibt dazu mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Köln ist momentan auf dem 13. Tabellenplatz mit 17 Punkten, 3 Punkte vor dem Relegationsplatz. Es ist natürlich ein knappes Duell unten im Tabellenkeller, und da können einige Kleinigkeiten entscheiden. Und ob das Davy Selke sein Torriecher sein wird, kann auch dementsprechend sehr wichtig werden. Deswegen hier auch natürlich von Köln die Hoffnung, dass das auch klappen wird. Wie gesagt, schreibt eure Meinung in die Kommentare rein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt sportlich, bis zum nächsten Video und ciao.